Ja, wir haben die gefährlichste Entwicklung seit langem in dieser Welt. Es ist eigentlich zum ersten Mal, und das gerade 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, dass nicht mehr auszuschließen ist, ja, dass geradezu zu befürchten ist, dass wir wieder in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Und da scheint mir ein deutliches Wort doch geboten, zumal die großen Medien relativ einseitig, es gibt Ausnahmen, aber doch einseitig engagiert, zum Teil auch mit Falschinformationen operieren, sodass man sogar schon von einem Aufstand der Leser und Zuschauer spricht. Wenn man nämlich die Kommentarfunktionen in den jeweiligen Medien verfolgt, empfindet man oder spürt man dort die riesige Empörung, und unser Appell soll dem etwas Ausdruck verleihen. Sie schreiben ja in dem Appell, dass der Kampf um die Ukraine immer mehr zu einem Stellvertreterkrieg eskaliert. Woran lässt sich denn das festmachen? Ja, der Konflikt ist ja ausgebrochen, nachdem die damalige Regierung der Ukraine, Janukowitsch, man kann von ihm halten, was er will, aber er war ein frei gewählter Präsident, was die OSZE extra nochmal unterstrichen hatte. Als der also dieses Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnet hat. Wir haben hier relativ wenig über die Motivlage zu diesem Schritt erfahren, aber wahr ist, dass natürlich auch dieses Abkommen eine Art Freihandelsabkommen gewesen wäre, das wichtige Teile der Regierungskompetenzen dem IWF unterstellt hatte. Und damit gab es schon ein paar Erfahrungen. Schon 2010 hatte der Internationale Währungsfonds 15 Milliarden Dollar Finanzhilfen ausgesetzt, weil das ukrainische Parlament damals ein Gesetz zur Aufhebung von Mindestlöhnen und Renten verabschiedet hatte. Also das war praktisch ein Eingriff auch in die Politik der Ukraine, die ähnliche Ausmaße wie in Griechenland hätte annehmen können. Zum Beispiel war eine Auflage, dass die Heizkosten nicht mehr subventioniert werden dürfen, dann hätten die sich verdoppelt. Also kurzum, es gab sicher Überlegungen, dieses oder jenes Abkommen zu unterzeichnen. Die Ukraine war da hin und her gerissen. Wir hätten das etwas sensibler begleiten können, diese Entscheidungsfindung, als nur mit diesem westlichen einseitigen Unterstützung der Maidan-Bewegung. Das hat ja alles erst zum Ausbruch gebracht und Putins Reaktion ausgelöst, die nun mal so ist, wie wir sie kennen. Dazu hören wir ja auch gleich später mehr in den Aufruf. Jetzt noch eine Frage, und was mich auch persönlich umtreibt, ist ja, dass von beiden Seiten eskaliert wird. Und so mein Eindruck ist, dass man da sich unsere, unsere mal in Anführungsstrichen, oder die westlichen Politiker, aber auch die auf der anderen Seite, die russischen Politiker, auch die ukrainischen Politiker, sich, so scheint es mir, überhaupt keine Gedanken daran verschwenden, dass sich da mit der NATO bzw. mit der USA und mit Russland ja zwei Atommächte gegenüberstehen, die mit ihren Atomraketen, ich weiß nicht wie oft, die Erde vernichten können. Da frage ich mich so ein bisschen ganz flapsig gesagt, haben Sie die eigentlich noch alle, oder was treibt denn die um, oder was treibt denn die westlichen Politiker um? Mir kommt das wahnsinnig geschichtsvergessen vor, was da abläuft. Ja, Macht war immer geschichtsvergessen. Das wurde immer als Priorität angesehen, und die Folgen tragen dann meist die anderen, nämlich die Völker. Also deshalb ja eben auch dieser Aufruf von der Basis. Natürlich machen wir uns keine Illusionen, also weder Obama noch Putin wird einen Grund haben, sich um solche Aufrufe zu scheren, aber unser Parlament, unsere Regierung, unsere Öffentlichkeit sollte schon auch reflektieren, was andere dazu denken. Das beginnt bei der Sprache, also es war hier von Anfang an in unseren Medien eben eine Annexion der Krim. Manchmal muss man da auch dem Feuilleton der FAZ dankbar sein, wenn es solche von mir sehr geschätzten Leute wie den Völkerrechtler Reinhard Merkel zu Wort kommen lässt, der betont hat, eine Annexion ist im Völkerrecht eine gewaltsame Aneignung von Land gegen den Willen dieses Gebietes, und davon könnte also in dem Fall keine Rede sein. Völkerrechtlich war es eine Sezession, die durch Referendum und Antrag auf Beitritt abgesichert war. Gut, wie immer man das jetzt werten will, es ist ein Beispiel,
dass unsere Berichterstattung auch sprachlich sich sehr festlegt, wie es ja auch immer von den OSZE-Beobachtern die Rede war. Und selbst als längst bekannt war, dass die OSZE von dieser Mission gar nichts wusste und dass Beobachter von Armeen waren, auch von der Bundeswehr, wurde an dieser Sprachregelung festgehalten. Und das entgeht den Lesern und Hörern nicht. Und die Gefahr, die Sie da beschreiben, dass sich da zwei hochgerüstete Seiten gegenüberstehen. Ich glaube nicht, dass da gar nicht drüber nachgedacht wird. Im Moment wird sich ja bemüht, andere Wege zu gehen, aber die Wege über Sanktionen und Strafandrohungen eskalieren mehr als da zu helfen. Es hilft unseres Erachtens jetzt wirklich nur Gespräche auf Augenhöhe ohne Strafandrohungen. Und vor allem muss die Ukraine selbst entscheiden können und die Bevölkerung da, was sie will und nicht immer zwischen den Großmächten zerrieben werden. Das kennt die Ukraine schon von früher und da ist sie nie gut gefahren. Soweit die Schriftstellerin Daniela Dahn, eine der Initiatorinnen des Appells aus Sorge um den Frieden, den wir jetzt gleich hören werden, gesprochen von Sabine Heckmann. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges befindet sich die Welt in einer selbstverschuldeten, gefährlichen Lage, in der sogar mit der Möglichkeit eines erneuten globalen Krieges gespielt wird. Es ist höchste Zeit, dass alle Menschen, die guten Willens und am Frieden interessiert sind, dem verantwortungslosen Kampf um Einflusssphären, Gaspipelines und geostrategische Positionen Einhalt gebieten. Wirtschaftssanktionen und andere Strafmaßnahmen der USA, der EU und Deutschlands gegenüber Russland sind ein untaugliches Mittel zur Deeskalation, zumal der Westen selbst nicht in der Lage oder willens ist, seine Verbündeten in der Kiewer Übergangsregierung zur Einhaltung der ausgehandelten Verträge, zuletzt der Genfer Vereinbarung, zu bewegen. Sanktionen versperren den Weg zu Gesprächen und Kompromissen und wirken somit krisenverschärfend. In der Pariser Grundakte über gegenseitige Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen NATO und Russland vom Mai 1997 haben sich beide Seiten verpflichtet, gemeinsam im euroatlantischen Raum einen dauerhaften und umfassenden Frieden zu schaffen. Die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner. Sie verfolgen gemeinsam das Ziel, die Spuren der früheren Konfrontation und Konkurrenz zu beseitigen, heißt es dort. Beide Seiten strebten ein Europa ohne Trennlinien oder Einflusssphären an, die die Souveränität irgendeines Staates einschränken. Ungelöste Gebietsstreitigkeiten, die eine Bedrohung für unser aller Frieden, Wohlstand und Stabilität darstellen, sowie andere Meinungsverschiedenheiten, sollten im Rahmen politischer Konsultationen beigelegt werden. 2 Jahre später öffnete die NATO mit ihrem ohne UN-Mandat und gegen den russischen Willen geführten Krieg gegen Serbien die Büchse der Pandora. Auch die vom Westen geführten Kriege in Afghanistan, Irak und Libyen haben bei katastrophalen Opfern unter der einheimischen Zivilbevölkerung ihre selbstgesteckten Ziele gründlich verfehlt. Kriege lösen keine Probleme. Ein weiterer Beweis dafür ist mehr als entbehrlich. Die hemmungslose Osterweiterung der NATO, die seit Jahren über ihre Grenzen hinausgreift und zur Ukraine enge Beziehungen aufbaut, ist nicht von dem Russland zugesagten Respekt getragen. In der Pariser Grundakte wurde noch lobend hervorgehoben, dass Russland tiefe Einschnitte in seine Streitkräfte vorgenommen und in beispielloser Weise Truppen aus den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie den baltischen Staaten abgezogen habe. Aber das tat Russland doch nicht, damit die NATO nun ihrerseits sich in diesen Ländern festsetzt und ihre Grenzen bis unmittelbar an die Russische Föderation ausdehnt. Wie der Website von Jasenjuks Stiftung Open Ukraine zu entnehmen ist, haben das US-Außenministerium und die NATO seit Jahren Aktivitäten finanziert, die der ökonomischen und militärischen Annäherung an den Westen dienten. Vor diesem Hintergrund sind die Vorgänge um die Krim mit Vorwürfen wie den Begriffen Annexion oder Invasion an die Adresse Moskaus nicht hinreichend beschrieben. Statt die Ukraine in unlösbare Alternativen zwischen Eurasischer Union und Europäischer Union zu treiben
und sich mit gegenseitigen Schuldzuweisungen zu überbieten, sollten beide Seiten und alle um den Frieden Besorgten neu darüber nachdenken, wie in der heutigen Staatenwelt vermehrt auftretende Spannungsverhältnisse zwischen der territorialen Unverletzlichkeit von Staaten und dem Selbstbestimmungsrecht von Bevölkerung und Minderheiten friedlich zu lösen sind. Hören wir auf, ständig an der Ukraine herumzuzerren. Niemand ist berechtigt, sein Gesellschaftsmodell anderen Staaten zu oktroyieren. Es kann nicht hingenommen werden, dass sich eine Politik zugunsten von reichen Minderheiten auf Kosten einer dramatischen sozialen Spaltung der Weltbevölkerung ausweitet. Es wäre ein Verbrechen dafür, den Weltfrieden zu gefährden. Wehren wir uns, bevor es erneut zu spät ist. Von der Bundesregierung verlangen wir, dass sie eine Politik zum Abbau der aufgebauten Spannungen und zur Deeskalation der militärischen Konfrontation betreibt. Wir setzen auf gemeinsame Sicherheit. In den internationalen Beziehungen, insbesondere in den historisch so belasteten Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, müssen die berechtigten Sicherheitsinteressen aller Staaten des gemeinsamen Hauses Europa Berücksichtigung finden. Wir fordern von Politik und Medien, die NATO-Staaten und Russland daran zu messen, wie sie die von beiden Seiten unterzeichnete Pariser Grundakte einhalten. Die Verantwortung der Medien liegt in sachgerechter Berichterstattung und rhetorischer Abrüstung. Der Rückfall in alte Feindbilder schürt den überwunden geglaubten Kalten Krieg. Wir fordern den Stopp von ökonomischen Strafmaßnahmen, die letztlich auf Kosten der Lebensbedingungen der Völker gehen und nicht nur in der Ukraine Rechtsextremen in die Hände arbeiten. Wir fordern, alle diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Konflikte in der Ukraine zu lösen. Die baldige Einberufung einer europäischen Sicherheitskonferenz unter Einbeziehung der Konfliktparteien könnte deeskalierend wirken und Vertrauen schaffen.